Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Winzer, so sagt Jesus im Evangelium dieses Sonntags. Und etwas später sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Damit sind die Rollen klar verteilt. Jesus ist der Weinstock, sein Vater der Winzer und wir sind die Rebzweige. Wie viel Frucht ein Rebzweig trägt, das weiß auch der Winzer zu Beginn nicht. Das kann er erst dann feststellen, wenn die Ernte ist. Wein, Weinstöcke brauchen viel Pflege, machen viel Arbeit. Mehrmals im Jahr muss der Winzer durchgehen und die wenig erfolgversprechenden Rebzweige entfernen, damit die gesunden, die starken Triebe auch wirklich Ertrag bringen können. Rebzweige selber können da wenig tun, eigentlich gar nichts. Aber wir sind Menschen. Wir können denken, können Entscheidungen treffen, können handeln. Was ist also im Bild des Winzers, der Weinstöcke, was ist unsere Aufgabe? Auch darauf, auf diese Frage, gibt Jesus uns eine Antwort. Er sagt, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, bringt reiche Frucht. Das heißt, wir als Rebzweige müssen dafür sorgen, dass wir einen guten, einen festen Kontakt zum Weinstock behalten. Dann können wir Frucht bringen. Wie erfolgreich die Frucht, wie viel Frucht wir bringen, ist vielleicht auch gar nicht wichtig. Denn selbst die kleinste Traube trägt zum Gesamterfolg der Ernte bei. Und wir wissen doch alle, selbst die kleinsten Trauben oder oftmals gerade sie sind die süßesten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Schritt in den Monat Mai.